Tode Mittag. Unsere holländischen Berufskollegen sind aktuell seit Tagen auf den Autobahnen unterwegs, in den Städten unterwegs und demonstrieren vollkommen zu Recht gegen eine ideologisch verblendete, nicht fachlich orientierte Politik. Man will, um es kurz zu sagen, die holländische Landwirtschaft abwickeln. Mit Geld. Das versucht man bei uns auch, allerdings ohne Geld. Wir haben es gesehen bei der ZKL. Es ist kein Geld da für einen Plan, der damals aufgrund unserer Proteste überhaupt ermöglicht wurde, der besagt hat, dass Naturschutz, Umweltschutz Geld kostet und das Geld ist nicht mehr da. So, und jetzt kommt unsere Politik und sagt, machen wir es halt ohne Geld. Aktuell lässt man Saumbetriebe, Schweinemastbetriebe, aber auch alle anderen, Obst, Gemüse, ihr wisst es alle selber, das kann doch nicht sein, dass Landwirte allen Ernstes jetzt gerade aktuell den Spargel umpflügen oder ihre Erdbeeren kaputt mulchen. Aber so ist die Lage nun mal aktuell. Alles politisch gewollt, der Lebensmitteleinzelhandel, das Oligopol hat die Macht in diesem Land, sagt, wo es lang geht, Politik duckt sich weg. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir tatsächlich in der EU gerade auf dem Weg sind über Farm to Fork und Green Deal. So viel Flächen aus der Produktion zu nehmen, dass die EU nicht mehr in der Lage sein wird, auch nur ein einziges Kilogramm in den Export zu geben. Wenn das so umgesetzt wird, was jetzt in Brüssel und gerade auf Initiative von Herrn Timmermans beschlossen wird, sagt das, dass wir 60 Millionen Tonnen nicht mehr in den Export geben. So, jetzt könnten wir uns zurücklehnen als Landwirte und sagen, komm, ich kriege ja Geld dafür, dass ich tatsächlich meine Flächen nicht bestelle. Also hier geht es nicht darum, dass die Bauern mehr Geld wollen. Hier geht es um Berufsethik. Hier geht es darum, dass wir Menschenleben, physisch tatsächlich Menschenleben retten können. Wenn wir diesen Schwachsinn mitmachen, machen wir uns mitschuldig an einem Massensterben, an Exitus, der sucht seinesgleichen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Wahrheit. Wenn 60 Millionen Tonnen weg sind, wo sollen die denn ersetzt werden? Woanders. Herr Bolsonaro freut sich. Übrigens, Herr Bolsonaro hat noch nie so viel Regenwald abgeholzt wie aktuell. Wo sind Klimaschützer eigentlich? Wo seid ihr eigentlich? Warum seid ihr nicht in Brüssel? Wenn wir hier unsere Flächen und Produktionen einstellen, muss es woanders mit dem Faktor 3 bis 4 wiederhergestellt werden. Ohne irgendwelche Standards. Da gibt es keine Sozialstandards, Umweltstandards, irgendwas, Tierwohl, nichts dergleichen. Wie blind, wie naiv seid ihr eigentlich? Kommt mit uns auf die Straße. Das wäre der richtige Ansatz. Dass wir gegen diesen Wahnsinn gegenhalten. Und zwar massiv.